So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht gleich richtig. Und ja, es ist mal wieder ein außergewöhnliches Video, aber ich habe mich für mich was bestellt und dann habe ich mir gedacht, ich mache doch ein Video darüber. Vielleicht ist da der ein oder andere, du oder du, hat da vielleicht auch Lust zu und Interesse. So, es geht um Lego-Minifiguren-Vitrinen. Ihr kennt ja alle die von Lego. Die sind einmal durchsichtbar, gibt es in verschiedenen Farben. Von Batman haben die sogar einen Hintergrund. Und man kann die übereinander stecken. Sie bleiben zwar nicht fest, aber man kann sie dann übereinander hinstecken. Gibt es in allen Farben. Die Türen, ganz schlicht, einfach, na, ist aufzuklappen. Vorne und hinten. Die älteren, das sind diese hier, die sind größer. Die haben hier den Knopf, wo man das Ganze nach unten aufmachen kann. Die alten und die neuen passen nicht übereinander. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Die Größe passt nicht. Aber sind trotzdem cool. Gut. Oder ihr macht es in so Bilderrahmen rein. Mache ich natürlich auch ab und zu. Ab und zu mache ich auch Videos davon. Ist natürlich auch eine wunderschöne Alternative. In den Hintergrund ein Bild. Passt wunderschön. So. Oder ihr baut aus Lego, habe ich auch sehr viele, seht ihr, mit diesen Rundsteinen. Dahinter die Figur stellen, natürlich jetzt nur schön, ich habe es jetzt bloß einfach, weil ich jetzt die Unterteile nicht habe, die müsst ihr einzeln machen. Das sieht dann ganz cool aus. Viele machen auch nur einen Stein, eine Figur sieht mega cool aus, weil das ungefähr die Größe ist für eine Minifigur. Ist so, passt wunderbar. Aber ich habe im Internet was gesehen, so kleine einzelne Vitrinen. Es gibt ja diese hier. Ich hole mal eine her. Ah, habe ich nämlich jetzt vergessen. Kann man auch für Minifiguren nehmen. Habe ich auch einige schon angeboxt. Passen immer ein paar Figuren rein. Aber ich habe mir jetzt eine Vitrine bestellt. Oder mehrere für Einzelfiguren. Weil man hat ja doch, die eine Figur ist besser wie die andere. Dann stellt man sich die vielleicht an den Schreibtisch hin. Oder irgendwo anders hin, einzelne Figuren. Fand ich interessanter, habe ich mir gedacht, okay, bestelle ich mal für mich und teste es. Und dann habe ich eben gemerkt, halt, stopp, vielleicht ist es ja auch was für euch. Also ihr seht schon, bestellt war das Lächeln. Schön eingepackt, ihr seht es. So. Und das ist alles. Das ist wirklich alles. Die gibt es in zwei verschiedene Ausführungen. Die Platte an sich ist immer gleich. 4,8 oder 4,9, also 5 mal 5 knapp, 7 cm hoch oder eben 7,5 cm hoch. Das liegt dann an euch, was ihr gebrauchen könnt. Aber ich muss jetzt mal auspacken hier. Also verpackt ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut. Ups, da ist aber auch. Ja. So, und ihr seht jetzt schon selber an die Menge. Es sind 12 Stück. Die kriegt ihr auch in 10er-Pack oder in 12er-Pack. In 10er-Pack sind die etwas größer. Kosten aber um die 26 Euro, habe ich dafür jetzt bezahlt. Jetzt gucken wir uns die natürlich mal an. Und zeige euch, was ich vorhabe oder wie man das natürlich noch gestalten kann. Weil ich habe ja auch schon einige Ideen. Erstmal alle so hin. So, da ist eins auf. Hoffe ich natürlich, dass es jetzt nicht beschädigt ist. Ihr seht schon. Ups. Das sind die einzelnen Vitrinen. Da ist nochmal Folie drin. Ja. Alles. Folie. Also sehr viel folienlastig. Und mal gucken.
Ah, qualitätmäßig. Okay, sind Haare. Oh, sind kleine Haare nur. Ein paar kleine Kratzer, aber okay. Kann man nichts machen. Jetzt seht ihr selber, die Platte an sich hat hier unten zwei Noppen. Ihr könnt sie alle übereinander festmachen. Mehrere, ich packe mal zwei aus. Oh, ist wirklich verpackungsmäßig. Ist Folie, ist Knallfolie. Knallfolie. Scherz beiseite. Jetzt könnte man, glaube ich, hingehen und sie übereinander festmachen. Jetzt will ich aber für eine Einzelfigur mal was testen. Das sind jetzt Lego-Steine. Passen die jetzt wunderbar da drauf? Wir testen es. Ja, sind absolut kompatibel. Lego, Lego steht überall drauf, hier nicht. Aber ihr seht selber, sind kompatibel. Das heißt, es müsste doch richtig schön stabil. Ihr seht es, die Lego, Original-Lego-Steine passen wunderbar dazu. Ich habe jetzt hier noch eine zweite, um zu testen, oben drauf. Passt. Richtig schön stabil ist es auf jeden Fall. So, dass man das natürlich nicht einzeln hinstellen muss, habe ich mir jetzt gedacht, passt das vielleicht, das zwei Stück nebeneinander. Passt auch. Wunderbar fest, jetzt hier oben eine drauf. Das meinte ich, das habe ich mir nämlich befürchtet, dass es vielleicht nicht passt. Aber die eigentliche transparente Plastikscheibe, die ist so schmal, dass zwei Stück in eine Noppenstärke passt. Das heißt, man kann immer zwei Stück oder man holt sich eine lange Platte und steckt ganz viele zusammen. Das ist schon mal gut. Perfekt für mich. So, und jetzt gucken wir natürlich mal, was für Figuren da reinpassen. Ich habe hier mal welche vorbereitet. Wegen die Höhe und alles. Ist natürlich erstmal den Eiskaiser. Jeder kennt ihn. Einige haben ihn vielleicht. So, mit dem Stab ist ziemlich hoch. Passt nicht so wirklich, habe ich mir gedacht, weil das sind hier nämlich über 8 cm. Es sei denn, jetzt so da drüber, dann passt er fast. Seht ihr das? Muss also ein kurzer weißer Stiel. Also, hätte ich mir vielleicht doch die höheren bestellen müssen. Aber das wollte ich nicht, weil ich wollte ja kleine Figuren. Das ist jetzt eine normale kleine Figur. Die sieht dann so da drinnen aus. Ich hoffe, es kommt so rüber. Passt natürlich wunderbar, weil der eine oder andere Lego-Einzelfigur, die sind natürlich richtig kostbar. Aber ihr seht selber, es passt. So, jetzt nehme ich mal von die Eiskamee so eine Einheit. Die haben natürlich auch einen ziemlich hohen Waffe, aber ja, wenn die jetzt anders gedreht wird, ihr seht selber, ist natürlich knapp, aber wenn man den Stiel jetzt hier, dann passt es. Dann passt es. Also, ich hätte vielleicht doch die 7,5 cm hohen bestellen können, dann wären sie reingekommen. Aber ich will die ja nicht einpacken. Dann haben wir hier noch eine. Die passen auf jeden Fall rein. Ja, die passen auf jeden Fall rein. Weil sonst hätte das bei den anderen Figuren hier oben ziemlich hoch ausgesehen. Jetzt habe ich hier natürlich noch einen Batman mit Flügel. Okay, das sind jetzt bewegliche Flügel. War mir klar, dass der zu breit ist, aber wenn er so eingepackt ist, sieht das auch witzig aus. Man muss den nur weiter nach hinten setzen. Eben, weil die Flügel, wenn man die knickt, seht ihr, dann passt es. Aber es sieht ein bisschen gedrungen aus. Okay, lasse ich natürlich dann auch draußen. Dann oben drauf die eigentliche Figur stellen, die breiter ist, und unten drunter einen anderen Batman-Figur. Dann geht das schon. Aber für mich
persönlich war es wichtig, dass die kompatibel sind eben mit die Lego-Steine. Warum? Kann ich euch auch erklären. Weil ich will mir so ein kleines Diorama bauen, was ich mit Einzelfiguren, weil wie gesagt, es sind einige Figuren, die sind ziemlich teuer, dann tut man die einzeln weg. Und dann will ich mir so eine Art Rahmen bauen, entweder von Batman in Schwarz oder von Star Wars Figuren, irgendwas, wo ich dann noch die Pins nach unten hin mache, wo ich die dann schön eben dekorieren kann. Minifiguren mäßig passt es, wunderbar, kompatibel mit Lego auch, ihr seht es, auch wunderbar. Also, das ist das 12er Paket, das bedeutet, sie sind etwas niedriger. Es gibt das 10er Paket, dann sind sie etwas höher, dann passen auch der Eiskaiser wahrscheinlich rein. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch das gerne zeigen, was ich mir bestellt habe. Wie gesagt, vielleicht ist es ja was für euch. Wenn ja, schreibt, oh, die sind richtig stabil drauf, die Lego-Steine. Muss ich echt lassen. Ihr schreibt mir natürlich jetzt in die Kommentare, wie ihr die ganzen findet. Ich finde die mega cool. Werden bestimmt noch mehr bestellen. Und wo ich sie bestellt habe, verlinke ich euch unter dem Video. Sicher, bequem. Günstig, wie gesagt. Das sind jetzt 12 Stück. Habe ich bezahlt. Ich glaube, 26 Euro ist Porto alles mit bei. 26 geteilt durch 12. Dann könnt ihr euch ausrechnen, was eine kostet. Aber ihr müsst auch berechnen, wenn ihr mal die Rundplatten nehmt. Ihr seht, etwas tiefer. Da passen nicht ganz so hohe Sachen rein, was es dann auch ans Geld geht. Aber ich werde mir noch ein paar bestellen, wo, wie gesagt, unter dem Video verlinke ich euch das. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu diesen Lego-Mini-Figuren-Vitrinen. Auf jeden Fall schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr sie findet. Ich werde mir jetzt gleich ein paar Figuren raussuchen, schräg übereinander irgendwie setzen oder mit die größere Platte mir was bauen. Ich lasse mir was einfallen, aber nichtsdestotrotz eure Meinung, eure Kommentare. Und wenn es was für euch ist, schreibt es mir auch ruhig in die Kommentare. Für einen Daumen hoch für den Tipp. Wäre auch nicht schlecht. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.